herzlich willkommen in Stuttgart aus der guten Stube aus dem Rathaus am Marktplatz. Ich begrüße Sie ganz herzlich beim diesjährigen Empfang des CSDs im Rathaus Stuttgart. Mein Name ist Marco Schreier, ich bin Mitglied des dreiköpfigen Vorstandes der Interessengemeinschaft CSD Stuttgart e.V. Gemeinsam mit den beiden anderen Mitgliedern im Vorstand, des gesamten Orga-Teams und natürlich auch unserer Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer begrüße ich Sie zur diesjährigen Veranstaltung. Wir freuen uns sehr. Ja, wie Sie alle auch an den Bildschirmen hören können, sind wir dieses Jahr nicht alleine. Das freut uns ganz besonders, denn wir können zumindest in kleinem Rahmen auch wieder mit Präsenz feiern, zelebrieren und zeigen, dass Stuttgart ein lebenswerter und bunter Ort ist. Ich freue mich auch, dass wir dieses Mal viele Gäste hier im Rathaus begrüßen können. Natürlich zuallererst den Hausherrn, Herrn Dr. Franz Nopper, der hier zum ersten Mal in dieser neuen Funktion als Oberbürgermeister teilnehmen wird am CSD-Veranstaltungen. Dann begrüße ich ganz besonders auch Frau Dr. Ute Leidig. Sie vertritt ehrenvoll den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg als Staatssekretärin im Staatsministerium. Weiterhin sind Mitglieder des Deutschen Bundestages mit dabei, Herr Dr. Stefan Kaufmann, Frau Susanne Wetterich und Frau Ute Vogt, alles drei Mitglieder im Deutschen Bundestag. Natürlich ist auch der Landtag vertreten, wenn schon das Land vertreten ist. Ich begrüße Herrn Oliver Hildenbrand als Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg. Dann stellvertretend für die anwesenden Stadträtinnen und Stadträte begrüße ich die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Herrn Andreas Winter, Frau Hannes Rockenbauch, Herrn Hannes Rockenbauch, Frau Sibyl Yüksel und Frau Ina Schumann. Selbstverständlich sind weitere Mitglieder dabei, aber wir haben uns entschlossen, hier als Pars pro Toto jeweils die Fraktionsvorsitzenden zu begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Auch die Region ist wichtig, weshalb Regionalrat Philipp Buchholz die Region Stuttgart hier heute Abend vertritt. Und natürlich ein besonderer Gruß auch vom Verein von Herzen an Laura Halding-Hoppenheit, die als Urgestein der Szene hier das Fundament sozusagen vertritt, auf dem wir vieles aufbauen konnten in den letzten Jahrzehnten. Laura, herzlich willkommen im Rathaus. Ja, wie Sie alle wissen, sind wir immer noch in einem besonderen Jahr und wir blicken auch zurück auf ein besonderes Jahr. Wir haben für Sie einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht aus dem Jahr 2020, ein für uns extrem herausforderndes CSD-Jahr. Aber ich denke, man kann auch im Rückblick nochmal sehen, dass der CSD auch in 2020 präsent war. Und ich möchte Sie alle einladen, dass wir einen kurzen Blick nach hinten wagen auf das Jahr 2020 und auf unseren Rückblick. Viel Spaß dabei! Mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. I'm on it.
same DNA. But born this way. Ja, das war noch mal ein bisschen Stimmung aus dem letzten Jahr. Und wenn Sie sie vielleicht alle mitnehmen konnten, war auch das letzte Jahr bunt. Aber uns kann es nie bunt genug sein. Und deswegen haben wir nach 20 Jahren ein Motto wieder aufgegriffen, das uns als erster Stuttgarter CSD hier eine gewisse Richtung vorgegeben hat. Wir hatten nämlich 2001 einfach mal postuliert, Stuttgart ist bunt. Das hat damals noch für viel Verwirrung gesorgt und manche dachten, nee, Stuttgart soll gar nicht bunt sein. Und ich denke, da sind wir inzwischen ein ganzes Stück weitergekommen. Aber wir denken, es gibt immer noch viel zu tun. Wir wollen weiter daran arbeiten. Und diese Arbeit, die wir im Verein auch jetzt für ein Jahr lang vorbereitet haben, wird Ihnen als nächstes meine Kollegin aus dem Vorstand, Selma, vorstellen. Und ich möchte Sie einladen, ein klein wenig in das neue Motto hinein zu schnuppern und ein bisschen zu erfahren, welche Gedanken wir uns gemacht haben und warum wir denken, dass es nie bunt genug sein kann. Selma, ich gebe dir mal das Mikro weiter. So, muss ich mich ganz kurz sortieren. Ja, liebe Anwesende, liebe alle, ich grüße Sie. Kann Stuttgart bunt? Beim Gedanken an LSBTTIQ-freundliche Städte kommen einem direkt vielleicht Orte wie Köln oder Berlin in den Sinn. Kaum jemand denkt dabei als erstes an die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Möglicherweise ist dies auch den klassischen Klischees von den konservativen und engstirnigen Schwaben, denen manchmal auch ein gewisses Hinterwäldlertum zugesprochen wird, geschuldet. Doch diese Klischees hinter sich zu lassen und einen genaueren Blick auf die schwäbische Metropole zu werfen, lohnt sich. Denn Stuttgart ist ein Kessel voller Vielfalt. Dazu gibt es viele Beispiele. Unter anderem liegt in der internationalen Stadtgesellschaft der Migrationsanteil bei etwa 45%. Im Jahr 1949 fand der Homo-Befreiungstag statt, einer der allerersten CSDs in Deutschland. Und mittlerweile feiern wir in Stuttgart, gemessen an der Zahl der Besuchenden, den drittgrößten CSD in Deutschland. In all den Jahren wurden viele freizügige Entscheidungen getroffen, aber groß geredet hat darüber niemand. Szenekneipen wurden toleriert, Paragraphen dafür ignoriert. Dies geschah bereits zu Zeiten, als Homosexuelle, in denen sich ihre Toleranz rühmenden Metropolen, noch von der Polizei nachgestellt wurde. Reden ist tatsächlich nicht die größte Stärke in Stuttgart. Dafür werden aber Tatsachen geschaffen. Und auch dieses Jahr werden wieder von uns Tatsachen geschaffen. Zum 20. Mal wird die IGCSD Stuttgart eine Politdemonstration durch die Innenstadt ausrichten. Dies offenbart die Vielfalt des Kessels mit einer vitalen, regelrecht bunten Stuttgarter Regenbogen-Community. Vom Sportverein über Elterngruppen, Glaubensgemeinschaften bis hin zu Musik- und Kulturgruppen engagieren sich LSBTTIQ-Menschen im Stuttgarter Raum selbstverständlich im gesellschaftlichen Leben. Auf diese Sehne können wir sehr stolz sein. Allerdings sorgt auch eine aktive und engagierte LSBTTIQ-Szene alleine nicht für ein buntes Stuttgart. Vielmehr braucht es auch eine Mehrheitsgesellschaft, die dieser Vielfalt offen begegnet. Man denke dabei nur an die zahlreichen UnterstützerInnen, die bei der jährlichen Politparade am Straßenrand stehen und gemeinsam mit der Regenbogen-Community die Vielfalt feiern. Stuttgart kann also bunt. Doch kann Stuttgart noch bunter? Wir sagen ja. Unser diesjähriges gewähltes Motto, Schaffe, schaffe, bunter werden, ist ein etwas eigensinniges Motto. Einerseits nutzen wir die Gelegenheit, anlässlich des Jubiläumsjahrs unseren Anfängen zu gedenken. Wir spannen den Bogen zurück zu unserem allerersten Motto, Stuttgart ist bunt. Andererseits blicken wir in die Zukunft und fordern zum gemeinsamen Bunterwerden unserer Gesellschaft auf. Anlässlich unseres Mottos kann man sich jetzt natürlich viele Fragen stellen. Geht es denn noch bunter? Muss es bunter werden? Wie kann man bunter werden? Und wo fängt man an? Die Fragen lassen sich beantworten. Ja, Stuttgart war schon immer bunt. Damals gab es genauso wie heute die vielfältige Regenbogen-Community. Nur ist sie heute präsenter.
Die Gesellschaft hat sich gewandelt, Vielfalt kann offener gelebt werden. Dies schafft Raum, in dem sich Vielfalt auch begegnen kann. Was früher im Verborgenen geschah, ist heute sichtbarer. Diese Sichtbarkeit, die der Stadt erst ihren bunten Anstrich verlieh, ist das Ergebnis eines langwierigen Kraftaktes. Gewiss erstreckt sich diese Offenheit, mit der Vielfalt begegnet wird, nicht über alle Teile der Stadtgesellschaft und sicherlich mag hier und da zu viel bunte Farbe auch überfordern. Vielfaltsarbeit ist anstrengend. Die Tatsache, dass Vielfalt heute offener gelebt werden kann, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Eine bunte und vielfältige Gesellschaft ist ein langwieriger Prozess, der die Bereitschaft fordert, eigene Vorstellungen und Vorurteile zu hinterfragen und offen zu sein für andere Ansätze, die Dinge zu sehen und zu empfinden. Andere Sichtweisen und Erfahrungen bereichern. Nur wer das verstanden hat, profitiert von einer bunter werdenden Gesellschaft. Wer die Arbeit nicht auf sich nimmt, Hergebrachtes zu überdenken und sich versperrt, auf den mag eine bunter werdende Gesellschaft bedrohlich wirken. Der Weg zu einer bunteren Gesellschaft ist also ein langer Prozess, den wir vor vielen Jahren eingeleitet haben und an dessen Ende wir noch lange nicht angelangt sind. Solange innerhalb der Gesellschaft Minderheiten aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung, Identität oder Vielfalt von Geschlecht nicht diskriminierungsfrei leben können und nicht alle über die gleichen Rechte verfügen, ist die Arbeit für uns noch nicht zu Ende. Dies ist aber keineswegs eine Erkenntnis, die sich nur auf die Community der Stuttgarter Region bezieht. Dieser Arbeitsprozess des bunter Werdens geht alle an. Vielfalt bietet neue Perspektiven und bietet ganz neue Möglichkeiten. Wer viele Perspektiven zusammenbringen kann, der versteht eine bunte Welt viel besser. Dies gilt es zu erkennen und gleichzeitig müssen diejenigen abgeholt werden, die sich durch zu viel Buntheit überfordert oder gar bedroht fühlen. Das alles ist kräftezehrend und kostet viel Durchhaltevermögen, aber die Errungenschaften der LSBTTIQ-Community der letzten Jahre zeigen, dass es sich lohnt, getreu unserem Motto fleißig zu schaffen. Wir sind stolz auf die bunte Gesellschaft, die wir aktiv mitgestaltet haben und von der wir ein wichtiger Teil sind. Jedoch wirkt alles auch oftmals etwas bunter, als es tatsächlich ist. Es liegen noch große Aufgaben vor uns. Dessen müssen zum einen wir uns bewusst sein und zum anderen müssen diese Missstände sichtbar für alle sein. Da sehr beispielhaft die Notwendigkeit einer Modernisierung des Abstammungs- und Personenstandsrechts sowie des transsexuellen Gesetzes genannt, um Regenbogenfamilien zu stärken und Fremdbestimmung zu unterbinden. Es braucht eine inklusive Sprache, um Vielfalt sichtbarer und so selbstverständlicher zu machen. Konversionstherapien zur Heilung von LSBTTIQ-Menschen müssen vollständig verboten werden. Eindeutige Regelungen für LSBTTIQ-Geflüchtete unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse bei Unterbringung und Betreuung müssen geschaffen werden. Diese Aufzählung könnte noch eine ganze Weile so fortgeführt werden. Es bedarf also zweifellos noch einiges an Arbeit. Wichtig ist, weiterhin die Forderungen und Belange der Regenbogen-Community sichtbar zu machen. Nur wenn alle die Aufgaben kennen, können wir gemeinsam weiter eine buntere Gesellschaft schaffen, in der wir alle leben und lieben wollen. Liebe Gäste, Sie sehen, es gibt genügend Gründe, noch bunter zu werden. Das Motto des CSD 2021 ist auch ein Anlass, all denen zu danken, die sich dieser Vielfaltsarbeit angenommen haben. Den vielen, die eine buntere Gesellschaft zugelassen haben und den vielen, die sich weiter für eine buntere Gesellschaft einsetzen. Wir möchten mit diesem Motto zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir freuen uns auf eine bunte CSD-Saison 2021, auf weitere gute Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Stadtverwaltung, auf weitere Veranstaltungen, die Buntes nach außen sichtbar machen und auf viele bunte Menschen, die mit uns die gesellschaftliche Vielfalt zelebrieren wollen. Der CSD Stuttgart sieht sich dabei als einen der entscheidenden Treiber hin zu einer bunteren Gesellschaft. Wir hoffen, mit unserem Kulturfestival, das heute beginnt und am 1. August endet, viele weitere UnterstützerInnen gewinnen zu können, die sich gemeinsam mit uns der Arbeit annehmen und ganz nach schwäbischer Manier schaffe, schaffe, bunter werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Nun darf ich noch an unseren wunderbaren Künstler des heutigen Nachmittagsabends überleiten. Freuen Sie sich auf den Sing-and-Songwriter Florian van der Holz. Viel Spaß. Ja, hallo, auch von mir. Der erste Song handelt von einer vergnüglichen Seilbahnfahrt auf dem Spielplatz und herzliche Empfehlung, das auch mal wieder zu machen. Heißt Seilbahn. Ich will mal wieder Seilbahn fahren, draußen auf dem Spielplatz, ohne dass die Leute so dumm gucken, mit den Füßen voran, die Welt umrunden. Und ich verliere meinen guten Geschmack, ging etwas Sand zwischen meinen Zähnen. Meine mühsam aufgemalte Maske ging ein paar kindliche Grimassen. Ich tausche meine Weitsicht gegen 10 Meter Drahtseil, gegen 10 Meter freien Fall. Ich hol die la 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 die Leichtigkeit zurück. Lass uns mal wieder Seilbahn fahren, draußen auf dem Spielplatz. Komm, setz dich, ich schieb dich an, und wenn wir lachen, merken wir nicht, wie die Leute so dumm gucken. Komm, wir verlieren unseren festen Stand gegen einen angenehmen Schwindel. Unsere hochtrabenden Ziele gegen ein paar tiefhängende Träume. Wir tauschen unseren Zeitgeist gegen 5 Sekunden nichts, gegen 5 Sekunden freien Fall. Wir holen die la 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 die Leichtigkeit zurück. La 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 die Leichtigkeit zurück. Dankeschön. Herr lieber Florian, vielen Dank. Ein kleines Beispiel natürlich auch wieder dafür, dass wir zwar ernste Anliegen haben, sie aber gerne heiter vortragen. Das hoffen wir natürlich auch vom nächsten Beitrag. Wie Sie alle wissen, vor allen Dingen diejenigen von Ihnen, die schon länger dabei sind, haben wir hier eine illustre Reden Folge vorzuweisen, lieber Dr. Nopper, und wir sind natürlich sehr gespannt, wie Sie den Faden aufnehmen werden. Der Dr. Schuss hat es begonnen, es wurde dann immer persönlich natürlich eingefärbt von Herrn Kuhn fortgesetzt, und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf die Gedanken zur bunten Gesellschaft von Herrn Dr. Nopper. Vielen Dank, dass Sie kommen, und das Mikrofon ist Ihres.
Ja, sehr geehrte CSD-Vorstände Selma Frey, Detlef Rasch und Marco Schreier, verehrte Frau Staatssekretärin Dr. Leidig, geschätzter Herr Bundestagsabgeordneter Dr. Stefan Kaufmann, zugleich auch queerpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und geschätzte Frau Bundestagsabgeordnete Ute Vogt, Herr Landtagsabgeordneter Oliver Hildenbrand, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte und Regionalräte, liebe Gäste des diesjährigen CSD-Empfangs und liebe Regenbogen-Community. Der Christopher Street Day ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von und für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen. Er erinnert an den Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen staatliche Willkür im New Yorker Stadtteil Greenwich Village, und zwar in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 im Stonewall Inn, weswegen er Stonewall-Aufstand genannt wird. Seither wird in New York mit dem Christopher Street Liberation Day an diese Ereignisse, an diese Vorkommnisse erinnert. Die New Yorker fügen beim Christopher Street Day den Begriff Liberation, Befreiung, hinzu. Ich halte dies für gut und richtig, weil es in der Tat um eine Befreiung geht. Es geht an diesem Tag gerade auch um eine Befreiung vom Ungeist der Diskriminierung und der Ausgrenzung im Allgemeinen, sowie vom Ungeist der Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen mit anderer sexueller Orientierung oder mit anderer sexueller Identität im Besonderen. Und es geht um Akzeptanz, nicht nur um Toleranz anderer Lebensentwürfe und anderer Lebensformen. Das Stonewall Inn, in dem der Christopher Street Day seinen Ausgang nahm, bietet auch ein gutes Bild. Das Bild Stonewall, das Bild der Steinwand. Eine Gesellschaft darf nicht die Kälte und Härte einer Steinwand ausstrahlen, sondern muss alle gleich, welcher Hautfarbe, Herkunft, Religion, gleich welchen Geschlechts, Alters oder sexueller Orientierung, zu einer Gemeinschaft zusammenführen. Sie muss die klassische Familie mit Kindern, aber auch Menschen, die queer und nicht heterosexuell sind, ins Herz schließen. Die Regenbogenfahne war immer wieder Gegenstand von Debatten, von zum Teil hochemotionalen Debatten. Auch in den letzten Tagen im Zusammenhang mit dem EM-Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn. Und der Stuttgarter Oberbürgermeister war mittendrin. Ich wurde von manchem, vor allem wenn es nicht öffentlich war, hoch gelobt und von manchen scharf getadelt. Ich weiß, dass viele von Ihnen in dieser Frage anderer Meinung sind, aber vielleicht können wir der Sache ja sogar Gutes tun, wenn wir uns aneinander reiben. Viele haben mich gefragt, warum hast du an dem Tag des Deutschland-Ungarn-Spiels die Regenbogenfahne nicht am Rathaus gehisst. Ich sage Ihnen, was meine Beweggründe waren. Ich bin mit allem Nachdruck gegen jedwede Form der Diskriminierung oder der Ausgrenzung, und ich bin mit aller Entschiedenheit gegen Homophobie. Und ich bin auch dafür, die Regenbogenfahne am Rathaus zu hissen, aber aus gegebenem Anlass und zum richtigen Anlass. So etwa heute zum Christopher Street Day. Und ich darf Ihnen vermelden, dass wir in diesem Jahr sogar erstmals eigene städtische Regenbogenfahnen im Einsatz haben. Und, liebe Gäste, ich bin sogar dafür, dass sich der Oberbürgermeister zum CSD-Empfang eine Regenbogenkrawatte umbindet. Muss ich auch noch mal schön. Ich hoffe, die sitzt jetzt einigermaßen. Ja, ich bin dafür, dass sich der Oberbürgermeister zum CSD-Empfang eine Regenbogenkrawatte umbindet. Ich halte es aber für falsch, den Sport zu politisieren oder mit gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Fragen aufzuladen,
auch nicht mit Fragen der sexuellen Orientierung. Ich halte es für falsch, anlässlich des Fußballspiels Deutschland gegen Ungarn die Regenbogenfahne zu hissen, gleichzeitig aber die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar, wo man als Homosexueller die Todesstrafe befürchten muss, gut zu heißen. Ich halte es für falsch, bei spontanen Flaggenhissungen reflexhaft hinterherzulaufen. Ich halte es für falsch, die ungarischen Fußballnationalspieler als Adressaten für einen Protest gegen eine Entscheidung des ungarischen Parlaments oder der ungarischen Regierung zu missbrauchen. Ich halte es für falsch, bei einem EM-Fußballturnier, das auch unter dem Motto stand, Brücken bauen zwischen den Ländern, die Brücken zwischen den Ländern abzubrechen. Der Verlauf des Fußballabends vor, während und nach dem Spiel war genauso, wie es nicht sein sollte. Provokation ist gut, aber Botschaften mit Maß und Mitte sind besser. Der Soziologe Max Weber, ein liberaler Geist und weltberühmter Wissenschaftler, hat in seiner viel zitierten Rede, die mit Politik als Beruf überschrieben ist oder war, vor steriler Aufgeregtheit gewarnt. Sie verstelle den Blick, ersetze die gebotene Nüchternheit durch unreflektierten Aktivismus, der sich schädlich auswirken könne und die Bildung von Verständnis und Vertrauen zerstöre. Soweit Max Weber. Und Angela Merkel warnte wenige Tage später in der Ungarn-Debatte mit folgenden Worten vor der Spaltung Europas: Wir müssen sicher sehr intensive Debatten über gemeinsame Werte führen. Wir sollten uns aber nicht nur bezichtigen, sondern wir sollten uns mühen, sonst wird dieses Europa nicht zusammengehalten. Und ich stimme der Bundeskanzlerin auch zu, wenn sie sagt, man kann sich sehr schnell, sehr endgültig voneinander abgrenzen, aber das war noch nie der Weg, wie man in Europa Probleme gelöst hat. Zusammengefasst, in einem Europa mit gemeinsamen humanitären Werten muss es ein klares Nein, zur Diskriminierung jedweder Art geben. Dieser Appell darf sich aber nicht auf ein Land beschränken. Er muss sich mutig an alle Länder der Welt richten, die Menschen mit anderer sexueller Orientierung ausgrenzen, verfolgen, ja teilweise sogar umbringen. Und ich sage ein klares Ja zur Regenbogenfahne als Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt zum richtigen Anlass. Liebe Gäste, der Stuttgarter Christopher Street Day findet in diesem Jahr leider Corona-bedingt wieder auf kleinerer Flamme statt. Aber die große Flamme des CSD-Geistes lodert unvermindert weiter. Stuttgart ist eine Stadt des guten Miteinanders, in der die unterschiedlichsten Lebensformen, Lebensstile und Lebensentwürfe ihren Platz haben. Stuttgart ist eine Stadt der wechselseitigen Akzeptanz und des wechselseitigen Respekts. Die sechs Farben der Regenbogenfahne stehen für Leben, Gesundheit, Sonnenlicht, Natur, Kunst, Harmonie und Geist. Lassen Sie uns am heutigen Christopher Street Day mit der Regenbogenfahne den Geist der Harmonie in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft stärken, aber auch den Geist der Solidarität und der bunten Vielfalt im schaffigen Stuttgart. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum CSD-Empfang 2021 im Stuttgarter Rathaus. Herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Redebeitrag. Wir sind wirklich froh, dass sich diese Reden der Stadtoberen fortsetzen, denn wir empfinden es durchaus auch als Wertschätzung für die Arbeit der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die den CSD auf allen Ebenen unterstützen. Und um Unterstützung geht es auch beim nächsten kleinen Beitrag. Der CSD ist schön, er ist bunt, er ist freudenvoll, es steht hier Kameratechnik, es sind Plakate gedruckt worden. Es ist alles Mögliche getan worden, das auch Geld kostet. Und um dieses Geld eben wieder einigermaßen
beizutreiben, haben wir Werbepartner. Und dazu sei auch einmal angemerkt, dass Werbung beim CSD durchaus auch ein Statement ist. Denn vor vielen Jahren, wo wir das angefangen haben, ganz klein in Stuttgart, haben sich viele Firmen da mit IFUI noch zurückgehalten, die jetzt an vorderster Front mit dabei sind. Und einige dieser Werbepartner werden wir in der nächsten kleinen Pause vorstellen. Vielen Dank, auch diesen Werbenden Aufmerksamkeit zu schenken. Meine Güte, was schwitzt und leidet ihr denn an diesem heißen Sommertag? Mit MobiCool kühlt MobiHeat alles, was heiß werden kann. Danke, MobiHeat! Play Energy. Energy. Boom. More. Stop. Play Energy. Energy. Hit music only. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit für unsere Werbepartner. Diese Partner helfen dabei, den CSD möglich zu machen. Ja, und ich freue mich jetzt ganz besonders, wieder auf einen inhaltlichen Themenbereich zu kommen, der uns natürlich als Freiwillige im Verein besonders wichtig ist. Wir haben es gerade eben gehört in der Rede von Herrn Dr. Nopper. Es gibt immer ganz aktuelle Anlässe, die natürlich auch hoch diskutiert werden. Das Fahnenthema war ganz aktuell. Es gibt aber auch, man kann fast schon sagen, Ewigkeitsaufgaben in der Arbeit des CSDs. Und wir sehen uns hier berufen, uns beiden zu widmen, natürlich diesen dauerhaften Themen, die auch ein bisschen auf der Fahne zusammengefasst sind, Toleranzfragen, die Gleichberechtigungsfragen, der Zusammenhalt der Gesellschaft, ist natürlich keine Frage, die sich nur in 5 Minuten an einem konkreten Fall beantworten lässt, sondern die tatsächlich weit darüber hinausreichen und an immer neuen Beispielen durchdekliniert werden müssen. Wir haben uns im Verein inhaltlich mit der gesamten Bandbreite befasst, mit den aktuellen Fragen, aber eben auch mit den Dingen, wo wir denken, dass sie dauerhafter Aufmerksamkeit bedürfen. Und diesen Teil der Arbeit des Vereins, die vielleicht weniger spektakulär, aber umso wichtiger ist, denn sie bilden die Fundamente, warum überhaupt Freiwillige zu uns kommen und ehrenamtlich hier Zeit und Energie einbringen. Diese Aspekte stellt als nächstes mein Vorstandskollege vor. Ich mache gleich Platz für dich, genau. Müssen wir noch? Lieber Detlef, du kriegst einen desinfizierten Platz und darfst die Inhalte präsentieren. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nopper, verehrte VertreterInnen der politischen Fraktionen, liebe Anwesende hier im großen Rathaussaal der Stadt Stuttgart und liebe Zuschauende vor dem Bildschirm oder vor den Endgeräten. Wir von der IGCSD Stuttgart e.V. stehen seit 2009 jährlich in der guten Stube der Landeshauptstadt und stimmen auf die CSD
Kulturfestival ein. 2021 folgen wir das erste Mal der Einladung unserem OB Dr. Frank Knopper. Dieses Jahr dürfen wir in Stuttgart ein Jubiläum feiern. Die IGCSD e.V., der gemeinnützige Trägerverein, wurde vor 20 Jahren gegründet, um der jährlichen Politparade zu organisieren. Wir geben LSBTTQ-Menschen ganzjährig eine Stimme und setzen uns für deren Rechte ein. In unserem diesjährigen Jubiläumsjahr spannen wir den Bogen zu unserem ersten Motto im Jahr 2001, Stuttgart ist bunt, mit diesjährigem Motto Schaffe, schaffe, bunter werden. Das Zwischenergebnis des langjährigen Kampfes einer engagierten Community, die sich seit Jahrzehnten für mehr Sichtbarkeit, Gleichstellung und Akzeptanz einsetzt. Vielfalt kann inzwischen offener gelebt werden. Früher im Verborgenen, heute sichtbarer. Eine Sichtbarkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, einem bunten, vielfältigen und weltoffenen Anstrich, wurde ihm verliehen. Ja, Stuttgart ist bunter geworden. Es gibt die Vielfalt von Nationalität, sexueller Orientierung, Geschlecht und Religion. So setzt sich die Landeshauptstadt im Rahmen der Chancengleichheitspolitik für das Thema sexuelle Orientierung und gesellschaftliche Vielfalt in Stuttgart ein, indem sie eine breit angelegte Projektstudie zur Machbarkeit eines Regenbogenhauses in Stuttgart fördert. Die Idee zum Regenbogenhaus Stuttgart wurde vom städtischen Arbeitskreis LSBTTQ aufgegriffen und wird nun gemeinsam in einem Community-Projekt durch die Projektkoordination und Leitung Feline Pastenaki sowie die Steuerungsgruppe weiterentwickelt. Dafür schön vielen Dank. Einiges hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verbessert. Am 17. Mai 1990 strich die WHO Homosexualität aus dem Register psychischer Erkrankungen. Seit dem 11. Juni 1994 gibt es in Deutschland keine strafrechtliche Sondervorschrift für Homosexualität mehr. Der Paragraph 175 wurde endlich abgeschafft. Seit 2001 gibt es in Deutschland die eingetragene Lebenspartnerschaft für Homosexuelle und stellte einen ersten Schritt in die Richtung gleichgeschlechtlicher LSBTTQ-Rechte dar. Mit dem Gesetz der Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 2017 können gleichgeschlechtliche Paare seit dem 1. Oktober 2017 die Ehe in Deutschland eingehen. In Europa haben aktuell 16 Staaten die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Außerhalb Europas haben 12 Länder die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet. Vor 40 Jahren war das Coming-out schwieriger. Diese Inzwischenzeit für LSBTTQ ist heute einfacher ist und selbstverständlicher geworden ist. Viele Unternehmen sehen inzwischen den Mehrwert von LSBTTQ Diversity. Sie entdecken die Vielfalt, ja, unterschiedlich die MitarbeiterInnen, desto größer der Erfolg. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Regenbogenfamilien, bei denen Kindern bis 2 gleichgeschlechtlichen PartnerInnen als eine Familie leben. Verschiedentlich taucht da doch die Frage auf, wozu brauchen wir noch einen CSD? Tja, unter anderem, weil es sie noch gibt, die Hasskriminalität, die Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intersexuelle. Im Jahr 2020 kam es in Deutschland zu 782 Straftaten, davon 154 Gewalttaten, die sich gegen sexuelle Orientierung des Geschlechtes bzw. der sexuellen Identität von Menschen richten. Experten gehen davon aus, von einer Dunkelziffer bis zu 90%. Hämische Witze und böse Blicke, Pöbeln, Mobbing, psychische und physische Gewalt, auf dem Pausenhof, am Arbeitsplatz, im Sportverein, auf der Straße, im Supermarkt, immer im häuslichen, familiären Umfeld. Der Ausruf, du schwule Sau, du Tunte oder du Kampflesbe, wird immer noch zur Ausgrenzung abgewertet und Diskriminierung gebraucht. Queere SchauspielerInnen und FußballerInnen wird es geraten, aus Karrieregründen sich nicht zu outen.
Queere Jugendlichen, die von Elternhaus, von der Gesellschaft abgelehnt werden, Gewalt ausgesetzt, sogar suizidgefährdet sind oder laufen Gefahr, obdachlos zu werden. Es kann auch heute noch gefährlich sein, im öffentlichen Raum als schwul, lesbisch oder trans erkannt oder dafür gehalten zu werden. Viele LSBTQs halten sich in der Öffentlichkeit mit Austausch von Zuneigung wie Küssen oder Händchen halten aus Angst vor Anfeindungen zurück. Sie fühlen sich unsicher im öffentlichen Raum. Und ja, das ist auch noch in Stuttgart so, leider. Weltweit leben LSBTQ-Menschen weiterhin gefährlich. Trotz erheblicher Fortschritte beim rechtlichen Schutz von queeren Menschen kriminalisieren immer noch mindestens 69 UN-Mitgliedstaaten einvermählige gleichgeschlechtliche Aktivitäten. In 6 Mitgliedstaaten der UN gelten für Homosexuelle noch Todesstrafe. Todesstrafe für Sex mit Gleichgeschlechtlichen, zum Beispiel Iran, Saudi-Arabien und auch Kamerun. 42 Mitgliedstaaten schränken freie Meinungsäußerung bezogen auf sexuelle Orientierung und der Geschlechteridentität ein. Es zeichnet sich leider sehr deutlich ab, LSBTQ-Menschen werden missbraucht in einem Kampf von egozentren alternativen Kräften im Osten gegen den vermeintlichen dekadenten Westen. Einem Westen, dem es unterstellt wird, eine vorherrschende liberale Werte aus Korruption, Sex, Gewalt bestehen würde. In Polen, einem Mitgliedsland der EU, erklären ultrakonservative politische Kräfte den Versuch, dass LSBTT-Gemeinschaften zu stigmatisieren und auszuschließen. Ganze Landkreise für LSBTQ-Ideologen freie Zonen. Es ist die Rede von LSBTG und Gender-Ideologie, bedroht die polnische Identität, die Nation und den Staat. Oder Homosexuelle und Transgender sind keine Menschen, sondern Angehörige einer Ideologie. Es wird behauptet, dass diese Ideologie in polnischen Schulen geschmuggelt wird und das Weltbild polnischer Kinder und Jugendlichen während ihrer Sexualisierung zu verändern. In Ungarn, wo schon seit Jahren Viktor Orbáns Regierung eine immer schärfere Homo- und Transfeindlichkeit-Politik betreiben wird, jüngst das Gesetz verabschiedet, das unter anderem Bücher und Filme verbietet, die in einen über Sexualität von Heterosexualität abweicht, informiert aufgeklärt wird. In dem neuen sogenannten Kinderschutzgesetz wird Homosexualität mit viel Pädophilie gleichgesetzt. Das lassen wir nicht zu. Ja, Herr Dr. Nopper, auch ich habe, was Ungarn betrifft, ein Zitat von Frau Bundeskanzlerin Merkel, hat sich ganz klar geäußert. Ich spreche das Zitat. Ich halte das Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung für nicht vereinbar. Das war ein Zitat von der Frau Bundeskanzlerin, was das Ungarn-Spiel betraf. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hält das Gesetz eindeutig für Diskriminierung und wird, Zitat, wie es in der Demokratie gehört, mit Mitteln des Rechtsstaates dagegen vorgehen. Es verstoße gegen die fundamentalen Werte der Europäischen Union und bei der EU Grundwerten wie Gleichberechtigung werde es keine Kompromisse geben. Tja, es bleibt abzuwarten, ob es nur Lippenbekenntnisse sind oder ob da wirklich was passiert. Auch da werden wir genau hinschauen. Es kann nicht laut und deutlich genug gesagt werden. Das Eintreten der Gleichberechtigung von queeren Menschen ist die konsequente Übertragung der Gleichheit der universellen Menschenrechte. Menschenrechte, die jedem Menschen angeboren sind, die unveräußerlich sind und überall auf der Welt zu jeder Zeit und für alle Menschen gleichmäßig gültig ist. Die Regenbogenfahne steht für universelle Menschenrechte. Sie ist ein Symbol für die Akzeptanz, Vielfalt und der Gleichberechtigung und unterschiedlichen Lebensformen.
Das Hissen der Regenbogenfahnen verkündet kein parteipolitisches Statement, sondern ist ein Bekenntnis zu einem zivilisatorischen Grundsatz, nämlich eine uneingeschränkte Achtung, Anerkennung und Förderung der universellen Menschenrechte. Das muss parteiübergreifend und jederzeit eine Selbstverständlichkeit sein, lieber Herr Dr. Nopper. Regierungen und ihre Organe haben die Pflicht, die Rechte und die Freiheiten des Menschen durch entsprechende Gesetzgebung und Maßnahmen zu achten und zu schützen, zu gewährleisten. Aufgabe und Pflicht der Politik ist es, einen expliziten verfassungsrechtlichen Diskriminierungsschutz für sexuelle und gleichgeschlechtliche Minderheiten durch das Grundgesetz zu schaffen. Der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes muss daher von einer solchen verfassungsmäßigen Schutz ergänzt werden. Die sexuelle oder geschlechtliche Identität eines Menschen darf in Deutschland nicht länger und künftig nie mehr ein Grund zur Diskriminierung sein. Dafür fordern wir Sie auf. Es gibt noch viel zu tun, bisher Erreichtes zu verteidigen und zu erhalten. Weitere Forderungen, für die wir uns einsetzen: volles Recht auf Zugang zum Adoptionsverfahren, Ende der Diskriminierung bei Blut- und Organspenden. Es darf nicht sein, dass schwule und bisexuelle Männer Blut nur spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex miteinander hatten. Machen das Heterosexuelle auch? Ich frage. Keine Ahnung. Verbesserung transsexuellen Gesetz und Verbesserung der Belange intersexueller Menschen. Gesellschaftlicher Respekt und Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe HIV-positiver Menschen und Sicherung der Arbeit der AIDS-Hilfen. Das ist heute auch noch sehr wichtig. Das momentane beste Motto ist: schaffe, schaffe, gendern und bunte Häuslebauer, Herr Dr. Nopper. Und da braucht man auch nicht warten, bis das alte Papier durch ist. Ich meine, wir sind hier bei den Schwaben, ja, aber wir schreiben beim CSD viel. Uns geht das Papier flott von der Hand. Wir von der IGCSD Stuttgart wünschen Ihnen und euch allen ein Happy Pride, viel Freude und Vielfältigkeit, bereichernde Begegnungen bei unseren Kulturwochen. Vielen Dank. So, um das Ganze jetzt ein bisschen setzen zu lassen, gehen wir jetzt wieder zu unserem Künstler Florian von der Holz, der uns jetzt wieder ein bisschen in Entspannung bringt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Der nächste Song heißt Relativitätstheorie und soll dazu ermuntern, auch aus jeder Situation irgendwie was Gutes zu machen, was Gutes zu finden, auch wenn es 10 Tage Regenwetter an der Nordsee im Urlaub sind. Relativitätstheorie. Nordsee, 014, wir lagen uns in den Armen, über uns decken dann das Dach. Dann 10 Tage Regen, wir wussten genau, dass irgendwo Sommer sein muss. Doch eins war uns sicher, nicht hier im August. Nicht hier im August. Du erzählst irgendwas von Einstein und glaubst, dass es wohl stimmt, was wir gerne sein möchten, was wir eigentlich schon sind. Sommer im Sommer, das Licht hinterm Wolkengefühl. Vielleicht ist es Regen oder ein gutes Gefühl. Vielleicht sind es Tränen, aber dann nur, weil du lachst. Das, was du gern hättest, ist nicht das, was du verpasst.
am Ufer das Meer noch nie so voll gesehen. Nach 10 Metern Nebel, du sagst, die Aussicht ist schön. Wer Nordsee, nicht Nordsee, der Moment, nicht der Moment. Wären wir nicht hier, hätten wir das, was jeder kennt. Das, was jeder kennt. Und ich denke an das mit Einstein und glaub, dass es wohl stimmt, dass wir gern uns sein möchten, was wir eigentlich schon sind. Sommer, denn Sommer, das Licht hinterm Wolken. Ist das wirklich Regen oder ein gutes Gefühl? Vielleicht sind es Tränen, aber dann nur, weil du lachst. Das, was du dann hättest, ist nicht das, was du verpasst. Schau doch, die Möwen sind immer noch da. Sie könnten überall sein, aber sie sind hier, genau wie wir. Und schau doch, die Möwen sind immer noch da. Und sie bereuen es nicht, genau wie du und ich. Ja, 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 schau doch, die Möwen sind immer noch da. Sie könnten überall sein, aber sie sind hier, genau wie wir. Und schau doch, die Möwen sind immer noch da. Und sie bereuen es nicht, genau wie du und ich. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank nochmal für eine hoffentlich entspannende und erheiternde Einlage musikalischer Art. Bevor es wieder mit den ernsten Themen weitergeht, möchte ich Sie noch mal einladen, einen unserer Sponsoren kennenzulernen. Also Sie sehen schon, ich bin derjenige, der hier die Werbepausen ankündigt. Film ab! Play energy. 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 Louder. More. Stop. Play energy.
Music only. Ja, ein bisschen Applaus für die, auch die unterstützen. Ich sage das deshalb auch mit so viel Begeisterung, weil wir haben im Vorstand die Aufgaben ein wenig verteilt und ich bin so ein bisschen auch für die Finanzen zuständig, also Sie sehen die Intention. Gut. Ja, ein buntes Logo war der Abschluss der Werbung und wir sind auch gleich wieder mittendrin im Schaffe, Schaffe, bunter werden. Wir haben uns ja sehr viel damit jetzt beschäftigt, mit unserer schönen Stadtgesellschaft hier. Wir sind im Rathaus, wir haben auch eine Rede des Herrn Oberbürgermeisters gehört, aber wir sind ja nicht nur hier in Stuttgart in der Vielfalt der Stadtgesellschaft, sondern wir leben auch in der Fläche. Stuttgart ist die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Das hat schöne Städte und viel ländlichen Raum. Und wir sind jetzt sehr gespannt darauf, auch vielleicht ein wenig davon zu erfahren, wie das bunter werden denn in der Fläche aussehen kann. Wir haben als Vertreterin des Landes die Staatssekretärin Frau Dr. Ute Leidig bei uns, die in Vertretung des Herrn Ministerpräsidenten etwas dazu sagen wird, wie sich denn Baden-Württemberg vorstellt, bunt zu sein und bunter zu werden. Frau Dr. Leidig, das Mikrofon ist Ihres. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nopper, sehr geehrter Herr Schreier, sehr geehrte Frau Frey und sehr geehrter Herr Rasch vom Vorstand des CSD Stuttgart. Ich begrüße natürlich auch die Kollegen und beziehungsweise Abgeordneten aus dem Bundestag, Herrn Kaufmann, Frau Wetterich und Frau Vogt. Und ganz besonders begrüße ich meinen wirklich sehr geschätzten Kollegen Oliver Hildenbrand, eine starke Stimme in Stuttgart und im ganzen Land für die Rechte, für gleiche Rechte für alle. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Olli, dass wir hier gemeinsam da sind und auch zeigen, dass eben nicht nur die Landesregierung, sondern auch das Landesparlament eben wirklich ganz aktiv teilnimmt an dem Christopher Street Day. Ja, liebes Team auch des Vereins IG CSD Stuttgart, dann gibt es noch die Gemeinderäte, die ich gerne begrüße, Fraktionsvorsitzenden stellvertretend, Herrn Winter, Herrn Rockenbauch, Frau Yüksel und Frau Schumacher und den Regionalrat Philipp Buchholz und schließlich auch noch liebe Bürgerinnen und Bürger. Jetzt haben wir aber wirklich dann auch alle. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und stellvertretend für Ministerpräsident Kretschmann Ihnen das Grußwort der Landesregierung zu überbringen. Und dies schließt natürlich auch ganz herzliche Grüße des Ministerpräsidenten an Sie mit ein. Mein Name ist Ute Leidig, ich bin seit Mai Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration. Und das Thema Akzeptanz und gleiche Rechte ist ein wichtiges Thema innerhalb dieses Ministeriums und ich hoffe sehr, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Jahren hier wirklich viel zu schaffen, um die Vielfalt der Gesellschaft und die damit einhergehende Bereicherung noch sichtbarer zu machen. Das diesjährige Motto des Christopher Street Days ist sehr schwäbisch, passt hervorragend zur Vereinsgeschichte und zu den Entwicklungen in Stuttgart. Es geht um Vielfalt und um den Regenbogen. Wenn es um Vielfalt und den Regenbogen geht, dann, wie drücke ich es geschickt aus, auch als Karlsruherin, die ich ja bin, denkt man nicht zuallererst an Stuttgart. Aber eigentlich ist das ein Fehler, weil es gäbe ganz gute Gründe, an Stuttgart zu denken. Nämlich in Stuttgart ist der drittgrößte CSD in ganz Deutschland.
Und das ist doch echt ein Wort nach Berlin und Köln, wo man eigentlich auch wirklich so kennt. Und also ich finde das toll. Und das ist ja auch Zeichen davon, die Stadt wird immer bunter. Und das ist eben auch heute, in diesem Jahr tatsächlich auch so, dass sie trotz der schwierigen Bedingungen, unter denen wir eben nach wie vor, mit denen wir nach wie vor kämpfen, auch dieses Jahr eine Politparade ausrichten, und zwar zum 20. Mal. In Karlsruhe haben wir das schon hinter uns. Zu den Corona-Bedingungen kam noch ein Platzregen, aber trotzdem war es schön. Und das hoffe ich doch auch, dass das bei Ihnen so sein wird. Ja, schon das zeigt, wie vielfältig das Engagement für ein buntes und vielfältiges Stuttgart, für eine bunte und vielfältige Gesellschaft hier tatsächlich geschaffen wurde. Dafür danke ich Ihnen allen im Namen der Landesregierung ganz herzlich. Danken möchte ich vor allen Dingen eben der IGCSD Stuttgart. Ich weiß, was für ein Kraftakt das ist. Also letzten Endes kurze Pause und dann beginnt es ja schon wieder für das nächste Jahr mit der Planung auch. Ja? Und das so Jahr für Jahr immer wieder anzugehen, das ist einfach eine tolle Leistung. Und vor allen Dingen auch ein... Genau. Und vor allen Dingen ist es auch eine tolle Leistung, weil es ja nicht bei diesem Empfang hier endet, sondern das ist ja nur der Start eines zweiwöchigen Kulturfestivals, so bunt und vielfältig wie eh und je und eben auch in Corona-Zeiten ermöglicht. Aber sie stehen nicht nur für sommerliche Veranstaltungen rund um den CSD Stuttgart. Das ganze Jahr sind sie präsent und aus der Stuttgarter Stadtgesellschaft nicht wegzudenken. Es ist auch schön zu sehen, wie viele verschiedenen LSBTTIQ-Gruppen es hier in Stuttgart gibt und wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Und wirklich, ich freue mich sehr darauf. Wir haben 5 Jahre Zeit, uns kennenzulernen, aber lassen Sie uns bald damit beginnen. Ich freue mich darauf, viele von Ihnen persönlich kennenzulernen. Ja, dass wir heute so offen über Vielfalt sprechen und Vielfalt leben können, ist das Ergebnis eines langen und harten Weges. Das fordert über die Jahre nicht nur Sie in der Community, sondern auch die ganze Gesellschaft. Die Welt ist vielfältiger geworden. In den vergangenen Jahren zumindest erscheint diese Vielfalt sichtbarer, präsenter und selbstbewusster. Gleichzeitig, und das können wir nicht verhehlen, kommt es auch immer wieder zu Spannungen und zu polarisierenden Diskussionen, und die werden auch immer häufiger nicht mehr hinter vorgehaltener Hand ausgetragen, sondern ganz öffentlich ausgesprochen. Für mich steht fest, solange es Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung, Religion und Kultur in unserer Gesellschaft, in unseren Einstellungen und Denkmustern gibt, so lange müssen wir weiterhin unsere Stimme erheben und uns einsetzen für eine starke Demokratie, für Gleichberechtigung und für gleiche Chancen. Ich weiß, dass für lesbische, schwule, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen Akzeptanz nicht immer gegeben ist. Aber es ist schon deutlich besser geworden, aber wir müssen einfach noch besser werden. Und zwar nicht nur in Ungarn, Russland oder anderswo, sondern tatsächlich auch hier bei uns. Sie haben es angesprochen, wenn zwei Mütterfamilien diskriminiert werden durch Zwang, ein förmliches und teilweise langwieriges Stiefkind-Adoptionsverfahren durchzuführen, wenn Männer angegriffen werden, weil sie Hand in Hand durch die Straßen gehen, wenn Transsexuelle und Intersexuelle ihren Job aufgeben aus Angst vor Mobbing, Versetzung oder Kündigung, dann läuft etwas schief in unserer Gesellschaft. Dann müssen wir kämpfen für unsere Demokratie und ihre Grundwerte noch bewusster leben und noch stärker verteidigen. Denn Toleranz und Vielfalt sind nicht in Stein gemeißelt. Sie werden schleichend untergraben, und dem müssen wir uns entgegenstellen. Ganz entschieden. Und wir Politikerinnen und Politiker, wir müssen auch bei uns anfangen, uns in die eigene Nase fassen, klare Kante zeigen, aufklären, Homophobie, Transphobie, alle Formen gruppenbezogener Menschlichkeit verurteilen. Wir müssen unmissverständlich einstehen für ein Miteinander, für Akzeptanz und für gleiche Rechte. Stonewall war damals 1969 der Startschuss im Kampf für Gleichbehandlung und Gleichberechtigung und die Geburtsstunde der weltweit gefeierten CSD-Paraden. Ihnen allen gehört heute ein halbes Jahrhundert später unser größter Respekt und unser größter Dank.
Jetzt, wo Populismus, Rassismus und Rechtsextremismus leider wieder zunehmen, ist es aber ganz wichtig, dass wir uns eben lauter positionieren. Und ich sage Ihnen hier ganz deutlich, als Mitglied, als Vertreterin der Landesregierung, Baden-Württemberg ist ein Land der Vielfalt. Das bereichert uns und darauf sind wir stolz. Auch in der Landesregierung schaffen wir für mehr und mehr Toleranz und Vielfalt. Akzeptanz und gleiche Rechte sind keine Worthülsen. Das macht auch unser Koalitionsvertrag deutlich. Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle die Chance haben auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und zwar unabhängig von ihrem Hintergrund, ihren körperlichen Voraussetzungen, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, von Religion, Hautfarbe oder Herkunft. Deswegen werden wir auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz einführen. Als deutliches Zeichen, dass Diskriminierung nicht geduldet wird. Aber nicht nur als Zeichen, sondern als Handlungsinstrument, um Diskriminierung wirkungsvoll zu bekämpfen, zu behindern. Wir werden den Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte von 2015 weiterentwickeln. Wir wollen die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in allen Lebensbereichen sichtbarer machen. Im Bildungsbereich, in der Jugendarbeit, im Familienleben, in der Arbeitswelt. Und das soll nicht im stillen Kämmerlein geschehen, sondern mit Ihnen, mit der Community gemeinsam wollen wir das gestalten. In Baden-Württemberg werden wir auch im Bundesrat mit starker Stimme für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte eintreten. Zum Beispiel, wenn es um die Stärkung von Regenbogenfamilien geht, für einen effektiven Diskriminierungsschutz und für den Einsatz von Menschenrechten von LSBTTIQ-Menschen, auch im europäischen und internationalen Kontext. Über unsere Initiativen und weiteren Schritten bleiben wir im Austausch. Wir müssen uns hier gegenseitig unterstützen. Zusammenarbeit der Community und ihre Expertise sind uns sehr wichtig. Gemeinsam sind wir stark. Oder anders gesagt, da wo ich herkomme, wenn wir zusammen schaffen, dann schaffen wir es. Der Regenbogen, so präsent wie noch nie. Egal ob im Fernsehsender, Verlage, Social Media Kanäle oder Firmen, viele haben durch die Regenbogenfarben ihre Solidarität und Unterstützung gezeigt, dass sie dass das nicht nur in der Community ein Ziel ist, für gleiche Rechte in der Gesellschaft zu haben, sondern dass es ein gesellschaftlich anerkanntes Ziel ist, für das wir kämpfen hier. Man kann natürlich auch sagen, teilweise wird da auch Symbole gemacht, es ist eine Mode, es macht gerade Spaß, es ist bunt und sieht gut aus, aber es ist eben auch viel mehr. Es ist tatsächlich auch ein öffentliches Bekenntnis darin, Menschen Vielfalt zu unterstützen. Es ist ein Ausdruck individueller Akzeptanz und gesellschaftlicher Toleranz. Und ich finde es wichtig, eben auch diese Zeichen nach außen zu setzen und dass wir das tun immer wieder und dass Sie uns auch immer wieder ermahnen und uns den Weg weisen, dafür danke ich Ihnen wirklich sehr. Und wir sind schon ein gutes Stück gekommen, aber wie beim Klimaschutz, wie bei allen wichtigen Themen, die kleinen Schritte machen es auch. Ja? Und deswegen lassen Sie uns beharrlich gemeinsam diesen Weg zusammengehen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf den Erfolgen, sondern müssen weiter zusammen schaffen für mehr Akzeptanz, Vielfalt, Gleichberechtigung. Wir dürfen nicht nachlassen in dem Kampf, denn es ist klar, die gleichen Rechte für alle sind unabdingbarer Bestandteil einer gelebten, einer starken Demokratie. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Wir müssen niemals nachlassen, dies zu tun. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr großes Engagement und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen CSD-Kulturfestival.
entgegen Ihren vielleicht jetzt schon gehegten Erwartungen kommt keine weitere Werbepause, außer in eigener Sache. Wir werden bald das Rathaus hier wieder verlassen. Es war, denke ich mal, ein interessanter und auch wieder erhellender Abend, welche Ziele überall gesetzt worden sind. Es waren auch wohlklingende Reden gesprochen, es sind schöne Fahnen aufgehängt. Das Wichtige ist aber für uns alle, dass Sie vielleicht ein klein wenig Buntes aus dem Rathaus mitnehmen und weiterverteilen. Weil mit dem Bunten ist es wie mit der Liebe. Mehr davon teilen wird mehr davon. Ich möchte mich im Namen des CSDs, des Orga-Teams, des Vorstandes ganz herzlich bedanken, zuallererst natürlich beim Hausherrn dafür, dass wir diesen wunderschönen Saal nutzen konnten, dafür, dass wir eine Rede auch erhalten haben, dafür, dass wir gemeinsame Ziele haben und diese auch erkennen können. Wir haben dieses Jahr zum CSD einen Wein gemeinsam auch mit einem Partner ins Leben gerufen, einen CSD-Wein. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich die Situation schön saufen muss, aber man kann sie vielleicht mit ein bisschen Farbigkeit genießen. Und die erste Flasche möchten wir gerne Herrn Dr. Nopper hier auch vermachen. Und die Kollegin wird es auch gleich tun. Ein weiterer Dank geht neben der Stadt, die uns wirklich seit vielen, vielen Jahren hier intensiv unterstützt. Und zwar auch nicht nur auf oberster Ebene. Was auch meine persönliche Erfahrung ist, ich organisiere die Parade seit 20 Jahren, ist eine unglaubliche Unterstützung, die einfach von den Mitarbeitern der Stadt durch alle Ebenen hindurch getragen wird. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön, weil wir erwähnen natürlich gerne den Chef und dann bleiben die anderen unerwähnt. Das soll diesmal aber nicht so sein. Es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Landeshauptstadt. Ein weiterer Dank gilt dem Land Baden-Württemberg, das natürlich zum einen die Unterstützung signalisiert hat in Form der Vertretung des Ministerpräsidenten und einer Rede zum Thema, aber auch dadurch, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal mit der CSD-Informationsveranstaltung auf die ganz gute Stube des Landes dürfen, nämlich auf den Schlossplatz. Das war ein kompliziertes Prozedere und viele in der Stadtgemeinschaft werden das kennen. Der Schlossplatz ist besonders und auch besonders behütet und von daher sind wir auch besonders stolz darauf, dass wir ihn dieses Jahr am 31. Juli und am 1. August bespielen dürfen. Wie Sie alle wissen, wird es keine große Party geben, das ist momentan noch nicht darstellbar, aber wir laden alle ein zu einer Informationsveranstaltung mit einer vielfältigen Präsentation der Angebote bei Beratung und auch Unterhaltung der Regenbogengemeinde mit vielen Informationsständen rund um die Siegessäule. Dafür gebührt dem Land ein Dankeschön und das soll auch nicht unerwähnt bleiben, ein Dankeschön für die in sehr schwierigen Zeiten doch gut gelungenen Zusammenarbeit und Mitarbeiterinnen, die extra aus dem Urlaub gekommen sind, um noch Absprachen zu treffen und Ähnliches. Also auch hier, es ist sehr viel Unterstützung vorhanden, die uns natürlich auch freut und die die Arbeit, die man ehrenamtlich tut, dann auch zur Freude werden lässt. Ja, und damit ich nicht alles erzählen muss und unsere vielen Danksagungen, gebe ich das Wort weiter an meine Kollegin Selma, die hier den Faden aufnehmen wird und dann weitere Menschen begrüßt und verabschiedet. Ihnen alle eine schöne Zeit in dem CSD. Wir hoffen natürlich, Sie hier und da besehen zu dürfen. Nehmen Sie Buntes mit. Dankeschön. Ja, ich mache es jetzt ganz kurz. Ich möchte da gar nicht viel hinzufügen. Ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Ute Leidig, dass Sie heute da sind. Auch für Sie ein CSD-Wein. Wir hoffen, er schmeckt. Genießen Sie ihn. Dankeschön. Du machst weiter. Tja, und ich darf mich erstmal bedanken, bevor ich weitere Dank sagen muss, an das großartige CSD-Orga-Team, was das heute hier möglich gemacht hat. Einen ganz, ganz großen Applaus. Lassen Sie mich hinzufügen, ohne dieses Team wären wir als Vorständen nichts. Sie arbeiten 13 Stunden pro Tag in Ihrer Arbeit und dann im CSD. Und das Jahr für Jahr. Und das bedeutet für die Menschlichkeit, für Gleichberechtigung und für richtige Zeichen zu setzen, auch wenn es mal, und Sie verzeihen mir, Herr Dr. Nopper, wenn es um richtige Fahnenhissung gibt, die keine parteipolitische Fahne ist, sondern eine Menschenrechtsfahne. Da muss ich einfach nochmal darauf hinweisen. Ja?
Und wenn wir beim CSD waren sind, den kann man erwerben. Sie wissen, der CSD braucht Geld. Pro Flasche 1 Euro für den CSD mit unseren Kooperationspartnern. Und ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Künstler bedanken, dem natürlich auch ein CSD-Schmeckle oder wie die Schwaben, ja, Schmeckle sagen die Schwaben, ich komme ja aus dem Rheinland. Ja, das ist ja schon mal Toleranz. Ja. Und jetzt darf ich mich auch noch mal ganz besonders beim Herrn Dr. Frenzen und seinem Team bedanken. Vielen, vielen Dank für Ihre ganz, ganz tolle Unterstützung. Vielen Dank auch nochmal angrenzend. Wir haben heute eine E-Mail bekommen, der Ministerpräsident hat zum CSD bei unserem Hockitze oder beziehungsweise in dem Fall Infostände die Hissung der Regenbogenfahnen angeordnet. Wir haben angefragt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir wünschen Ihnen jetzt ein ganz tolles und schönes Wochenende. Danke für Ihr Dasein und wir hoffen, wir sehen Sie zur Demonstration. Wir hoffen in dem einen oder anderen Streaming-Beitrag für unsere Filmcrew, weil auch wir sind filmisch wieder unterwegs mit unserem Videoteam. Es wird alles gestreamt und ansonsten gucken Sie doch mal auf unsere Homepage. Da kann man auch den Wein kaufen, nur mal so. Vielen Dank, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und danke für Ihr Kommen. Bleiben Sie noch mal sitzen, es gibt noch ein bisschen eine Auffrischung vom Künstler, so das letzte Entrant. So jetzt. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Vor ein paar Wochen hätte ich noch nicht gedacht, dass mein erster Auftritt nach 1,5 Jahren Corona-Zwangspause im großen Saal hier im Rathaus in Stuttgart ist. Vielen Dank für die Möglichkeit. Genau, und ich spiele noch einen letzten Song. Kleiner Werbeblock von meiner Seite. Gerne nächste Woche Bunter Beton-Festival drüben auf dem Zyplien-Parkhaus, dann im Trio. Herzliche Einladung, ganz tolle Künstler, ganz viel Kunst, Theater, alles Mögliche. Genau, schöne Sache und ja, auch bunt. Und mein letzter Song heißt Ich vermisse nichts und ich hoffe, Sie vermissen auch nichts und ja, schönes Wochenende. 1, 2, 1, 3, 4. Es ist Sonntagabend, 10:15. Ich würde so gern den Tag noch einmal drehen. Doch ich sitze auf dem Sofa, sinniere vor mich hin. Ich weiß nicht, wo ich bleibe, und ich bleib nicht, wie ich bin. Lass es vorübergehen, ohne hinzusehen. Halt mich fest an dem Moment, so zeitlos schön. Wie fühlt sie sich an, die Ewigkeit zwischen Stille und Ekstase? Rennt die Zeit, Zeit, Zeit. Und ich vermisse nichts, es ist gut so, wie es ist, nichts zu verlieren, einfach die Zeit nur ignorieren. Und ich vermisse nichts, es ist gut so, wie es ist, nichts zu verlieren, einfach die Zeit nur ignorieren. Der Moment im Wandel verändert mein Gesicht. Die Zeit entkleidet sich, Schicht um Schicht. Draußen jede Bewegung, Zeitraffer verschwimmt und jede Sekunde die Zeit sich das Leben nimmt, nimmt, nimmt. Und ich vermisse nichts, es ist gut so, wie es ist.
nichts zu verlieren. Einfach die Zeit nur ignorieren und ich vermisse nichts. Es ist gut so, es ist nichts zu verlieren. Einfach die Zeit nur ignorieren. Laune Uhr, die Zeiger, ich möchte nicht weiter gehen. Ich bleibe hier, oh, sonst ist es sonst so schön. Minuten der Freiheit, ich denke nicht mehr weit und morgen trete ich wieder an zum Sprint. Wettlauf mit der Zeit, Zeit, Zeit und ich vermisse. Es ist gut so, wie es ist, nichts zu verlieren. Einfach die Zeit nur ignorieren und ich vermisse nichts. Es ist gut so, wie es ist, nichts zu verlieren. Einfach die Zeit nur ignorieren. Und ich vermisse nichts, es ist gut so, wie es ist, nichts zu verlieren. Einfach die Zeit nur ignorieren und ich vermisse nichts. Ich vermisse nichts. Ich vermisse nichts, 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 nichts mehr, nichts, nichts, nichts mehr, nichts, nichts, nichts mehr, nichts mehr, nichts vermisse, nichts, nichts, nichts mehr, nichts, nichts mehr, und ich vermisse nichts, 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 nichts mehr, nichts, nichts mehr, und ich vermisse. Nichts, nichts, nichts mehr, nichts, nichts mehr, ich vermisse mich. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Ciao.